Es sollte eigentlich unmöglich sein, ein internationales Festival in so einem kleinen Ort am Rande der Welt zu halten. Das erste Festival war im Jahre 2000 und im 2006 haben wir das Zentrum hier aufgemacht. Das ist im Hause von den Bjarni Thorstensson, dem Volksliedsammler Islands, der hier im Ort für ein halbes Jahrhundert gelebt hat. Am Anfang haben wir gedacht, es könnte schwierig sein, jedes Jahr ein Festival zu geben hier im Ort, denn die Volksmusik Islands war damals sehr so am Anfang. Das heißt, es gab nicht viele Leute, die sich mit der Volksmusik beschäftigt haben. Das Festival ist sehr gut angenommen worden. Wir haben etwa 2000 Gäste, das heißt Karten verkauft. Aber viele Leute sind einfach die ganze Zeit da und gehen zu jedem Konzert. Ja, ich kann sagen, dass das Festival ganz populär ist. Wir versuchen jedes Jahr ein Thema zu haben. Das heißt, es kann ein ganz offenes Thema sein. Gleichzeitig findet ein Küstenkulturfestival statt hier im Ort. Und deswegen haben wir uns gedacht, dass wir machen dann so einen Schwerpunkt Musik am Meer. Aber es ist nicht eine Pflicht, dass die Musik am Festival ausschließlich von diesem Thema abhängt. Gar nicht. Das ist nur so ein Leitmotiv, aber es gibt viele andere Motive auch im Festival. Volksmusik riet ein bisschen in, ich würde sagen, eigentlich in Vergessenheit, Ende des 20. Jahrhunderts. Wenige Leute haben sich darum gekümmert. Aber jetzt, nach 2000, nach dem Festival und dem Volksliedzentrum, dann sind auch, merke ich, dass zum Beispiel Studenten an der Akademie der Künste, also Musikabteilung, es gibt da viel Interesse für Volksmusik. Die gehen irgendwie ganz anders dran als meine Generation zum Beispiel. Sie sind ganz offen und sie machen Experimente mit Volksmusik und Volksliedern. Und ich glaube auch dieses Phänomen World Music, der Einfluss darauf gehabt hat. Und das ist auch sehr, sehr gut. Leider kann ich keinen Vertrag mit den Wettergöttern machen, aber wir hoffen natürlich, dass das Wetter schön sein wird. Dieser Fjord ist auch bildschön, muss man sagen. Und
Die Stimmung ist einmalig hier beim Festival, muss ich ehrlich sagen. Es ist, die Leute genießen es sehr, hier zu sein. Die Konzerte sind an verschiedenen Orten. Und dann, das gibt dem Festival so ein Flair, was eigentlich einmalig ist in Island. Und wenn nicht, vielleicht sogar auf der ganzen Welt. Musik.